Hallo und herzlich willkommen zu Ubi Tested. Ich habe euch heute ein richtig, richtig schönes Fahrzeug mitgebracht. Und zwar eine Sportlimousine oder eine Sportcoupé oder ein Hatchback-Coupé. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Jedenfalls rattenscharfes Design, richtig gut gemacht. Und was der Wagen auch noch mit Knight Rider zu tun hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Viel Spaß! Ja, schauen wir uns natürlich wie immer erst einmal die Front an von unserem neuen Peugeot 508. Und hier haben wir eine richtig deutlich dynamisch ausgelegte Front. Besonders hier mit diesen schmalen LED-Scheinwerfern. Voll-LED-Scheinwerfer optional für 1200 Euro im Paket. Wir haben auch hier ein ganz eigenständiges Design erreicht durch diese Säbelzähne, die wir hier haben, die tatsächlich das LED-Tagfahrlicht und den Blinker beinhalten. Ansonsten ist es sehr, sehr weit runtergezogen. Wir haben hier eine sehr flach abfallende Motorhaube. Wir haben hier als eigenständiges Designmerkmal sogar nochmal ganz stolz die 508, sogar leicht angeschrägt. Dann schaut das Ganze sogar nochmal ein bisschen dreidimensionaler aus. Wir haben hier einen schönen Chromgrill. Wer die GT-Line bestellt, der bekommt hier deutlich breitere Punkte eingearbeitet. Sieht dann nochmal ein bisschen ja, stylischer aus, sag ich mal. Aber so wie wir ihn hier stehen haben, in der mittleren Ausstattungsvariante Allure, macht es schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Und auch diese Lackierung, die wir hier haben. Für mich ist das hier jedenfalls kein Blau. Also Blau sehe ich hier eher weniger. Das ist eigentlich für mich eher so ein bisschen grünlich in dem Ganzen drinnen, nichtsdestotrotz äußerst schick. Ja, schauen wir uns die Seitenlinie hier von dem 508 an. Offiziell eine Limousine. Ich persönlich würde sagen, es ist schon limousinenartig, geht aber eher in die Kategorie der Fastback-Fahrzeuge rein oder diese neuen Coupé-Limousinen, wie sie von Audi A5 Sportback, BMW 4er Grand Coupé oder dem Volkswagen Arteon aktuell gepflegt werden. Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben ein sehr, sehr flaches Dach mit 1,40 Meter Höhe, haben wir wirklich eine sehr tiefe Bauweise. Wir sitzen auch sehr tief im Fahrzeug. Wir haben auch typisch für Coupés rahmenlose Fensterscheiben vorne als auch hinten. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön optisch, führt aber auch zu Problemen, denn gerade solche rahmenlosen Fensterscheiben können durchaus etwas wackeln. Es könnte Wasser eindringen beim Waschen, was wir immer wieder haben hier tatsächlich. Sie können festfrieren, weil sie nicht öffnen beim Herunterfahren oder aber auch tatsächlich Probleme im Windgeräuschbereich, die hier allerdings gut gelöst sind in meinen Augen. Die 18 Zoll Räder Bicolor, die wir hier drauf haben, optional für knapp 500 Euro, stehen dem Wagen auch richtig, richtig gut, lassen den auch sehr sportlich dastehen. Jetzt möchte ich euch auf alle Fälle noch meine Schokoladenseite, das Heck, zeigen. Ja, am Heckbereich habe ich mich so ein bisschen noch mehr in den Wagen verliebt, denn wir haben hier mit diesem komplett schwarzen Bereich, den wir hier haben, wo die LED-Rückleuchten komplett fließend
in diesen schwarzen Balken hier einfließen und miteinander verbunden sind, habe ich so ein bisschen Knight Rider-Feeling. Ja, aus den 80er Jahren, also irgendwo der Trans Am, den Michael Knight gefahren hat, der hatte auch dieses komplett schwarze Band. Und wenn wir uns dann auch noch die LED-Rückleuchten genauer ansehen, wie dieses Bild dann auch noch zusammen harmoniert, das hat schon wirklich was. Ansonsten ist ein bisschen auffällig, das sieht man in der Seitenansicht etwas deutlicher, dass dieser Stoßfänger sehr weit nach hinten rausgestellt wird. Das macht das Ganze optisch ein bisschen pummelig auf der Seitenlinie. Hier am Heck jedoch fällt das überhaupt nicht auf. Sehr schön auch der dynamisch anmutende Heckdiffusor, den wir hier unten haben. Und natürlich verbirgt sich hier auf alle Fälle ein richtig, richtig großer Kofferraum und den schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Ja, das Kofferraumvolumen beträgt 487 Liter in der Version, die wir jetzt sehen. Wenn wir die Rückenlehne, die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegen wollen, können wir hier noch diese kleine Auflage hinausnehmen. Die platziert man hier ganz gut drinnen, das ist kein Thema. Und dann legen wir einfach die Rücksitzbank um, per einem Griff. Und sie fällt auch sehr leicht. Und dann haben wir eine leicht ansteigende Ladefläche hier und können, wenn wir beide Sitzlehnen umlegen, bis zu 1537 Liter einladen. Da sind wir knapp über einem Audi A5 Sportback von den Volumenzahlen her. Ebenso gut einzuladen war ein Kinderwagen. Wir haben zwar eine sehr hohe Ladekante hier in dem Bereich, jedoch darf man sagen, er ist sehr flach. Und Kinderwagen ging gefaltet ganz gut rein, aufgrund der Breite, die wir haben. Wir haben eine sehr breite Ladefläche hier, haben wir eine sehr niedrige Bauhöhe. Da wir tatsächlich nur in dem Bereich, vor allem hier vorne, sehr eingeschränkt hochladen können. Und da fehlt uns dann ab und an ein bisschen mehr Platz, den wir uns hier wünschen würden. Aber für eine Limousine ist das hier auf alle Fälle schon mal sehr, sehr gut. Und wünschenswert die Ladekante noch mit einem Ladekantenschutz abgesichert wird, gegen unschöne Kratzer und Stöße vor allem. Ja, wir nehmen jetzt einmal Platz auf der Vorbank. Aua, und da schlagen wir uns nämlich auch schon gleich den Kopf an. Und das zeigt auch sehr schnell das kleine Problem dieser Fahrzeuge. Denn die Dachlinie hier hinten ist sehr, sehr stark runtergezogen. Natürlich wölbt sich das Dach hier oben sehr gut. Das heißt, also ich habe auch noch eine Hand Platz hier oben. Der Einstieg, dadurch, dass es so stark abfällt, ist hier in den Fond sehr erschwert. Vor allem gerade für große Personen. Und dabei nötigt es dann doch durchaus etwas Verrenkung. Oder man stößt sich den Kopf unschön. Aber gut, das ist leider so ein bisschen eben der Tribut, den man mit solch sportlich Design erkauft. Wenn wir jetzt einfach mal hier hinten Platz nehmen, ich habe den Sitz auf meine Größe eingestellt von 1,78 und noch ein bisschen mehr Platz für den Speck vorne dran. Und wie wir sehen, ich sitze hervorragend. Ich habe sogar noch genügend Platz zum Vordermann und meine Füße passen perfekt unter den Vordersitz. Ebenso sehr schön, wir haben zwei Lüftungsaustritte hier hinten, zwar keine Temperaturregelung an sich oder ein Auf und Zu. Schade, zwei USB-Anschlüsse. Daumen nach oben dafür, sehr, sehr schön. Wir haben hier noch eine Mittelarmlehne, die wir runterklappen können mit zwei Cupholdern. Ja, das sitzt sich hier äußerst bequem. Auch die Kopfstützen ausreichend hoch positionierbar, denn tatsächlich, je mehr wir nach hinten gehen, desto schmaler wird es hier auch schon mit dem Scheitelfreiheit. Wir haben hier oben auch noch einen Kleiderhaken sowie LED-Lampen. Platz in Hülle und Fülle. Isofix-Verankerungen haben wir rechts, links und auf dem Beifahrersitz. Die Isofix-Haken sind zugänglich mit einem kleinen Reißverschluss. Alle Achtung auch dafür, mein Reboarder-Kindersitz, wie immer den Maxi-Cosi Milofix, den ich verwende, konnte ich als Reboarder gerade so unterbringen. Für meine Begriffe, Kindersitz-Tauglichkeit ist hier in der Limousine nicht gegeben, so optimal. Dafür kommt aber später der 508 SW. So, der Vordereinstieg ist deutlich bequemer. Auch hier
Kopfanstoßgefahr. Nichtsdestotrotz sitzen wir hier wirklich richtig gut. Wir sitzen übrigens auf AGR-zertifizierten Sitzen. Also AGR steht für Aktion gesunder Rücken. Und das bedeutet schon wirklich ermüdungsfreies Sitzen, auch auf langen Strecken. Sehr gut ausgeformte Sitze, Lordosenstütze haben wir. Wir können die Sitze gut anpassen. Ich habe sogar hier eine Schenkelauflage, die ausziehbar ist und somit auch optimal die Oberschenkel unterstützt. Die Lehne lässt sich in der Höhe optimal einstellen, auch die Kopfstütze. Hier mit einem Drehrad, dann per Pumpe können wir die Höhe und die Tiefe verändern. Genauso am Lenkrad, das können wir ebenfalls in Höhe und Tiefe variieren, so dass es jedem optimal passt. Ja, und haben wir uns erstmal alles eingestellt, sitzt sich dann auch wirklich sehr vorzüglich und so kann dann die Reise auch schon beginnen, wenn wir uns den Innenraum angeschaut haben. Was uns gleich auffällt hier im Peugeot 508 ist das iCockpit, was Peugeot hier so nennt. Und zwar, das ist die komplette Struktur, die sich hierin verbirgt. Wir haben hier nämlich ein Display über Volldigital. Wir haben hier ein sehr, sehr schmales, kleines Lenkrad, was wirklich so Go-Kart-Feeling ist. Es ist oben unten abgeflacht. Der Blick schweift auch über den Lenkkranz auf die Armaturen. Das 12-Zoll-Display ist hochauflösend, wirklich gut ablesbar. Spiegelt nur gelegentlich bei bestimmten Lichteinfall. Das ist unschön. Wer die Analoginstrumente sich anzeigen lässt, hier wird gleich wieder das typische Peugeot-Erlebnis haben, denn der Drehzahlmesser ist entgegen des Uhrzeigersinns ausgerichtet zum Funktionieren. Das Lenkrad ist einfach aufgebaut. Wir haben hier lediglich zwei große Laut- und Leiser-Tasten sowie die Sprachbedienung. Das kleine Drehrad verändert die Display-Einstellungen hier. Das rechte Drehrad ist fürs Skippen der jeweiligen Tracks. Telefonannahme, eine kleine Liste und eine Suchfunktion haben wir hier, haben noch mit Search. Ansonsten ganz klar die Ausrichtung hier auf dieses große 10 Zoll Display, welche HD-Auflösung bieten soll. Es ist gut aufgelöst, aber nicht so hochwertig wie im DS7 Crossbank. Da ist es deutlich wertiger, aber DS-Automobile spielt auch hier den Premium-Bereich im PSA-Konzern, wie es Audi bei VAG tut. Wenn wir das Ganze schauen, nichtsdestotrotz haben wir hier die Direktwahltasten angebracht für Audio, Klimabedienung, Navigation, Fahrzeugeinstellungen. Beim Telefon können wir auf Apple CarPlay zurückgreifen, wie wir es hier haben. Die USB-Schnittstelle, die dafür vorhanden ist, ist unterhalb der breiten Mittelkonsole hier unten. Das ist so durchgängig eingelegt, schwer zugänglich, wenn man das Kabel da mal reingelegt hat. Zum Aufladen vom Telefon gäbe es allerdings da unten optional für 150 Euro eine Induktivladeschale, die ich persönlich wählen würde. Dann hat man das ganze Kabelwirrwarr hier nicht. Und das Telefon ist da unten eigentlich ganz gut aufgehoben. Sogar wenn man es mal vergisst von außen, ist es nicht sofort ersichtlich. Des Weiteren haben wir hier eine kleine Touchbar hier unten mit Sitzheizung, Start-Stopp-Aus, Defrosten, Entfrosten der Klima, der Windschutzscheibe. Dann haben wir hier die Umluftkontrolle. Wir haben hier Heckscheibenheizung, Klima aus und nochmal die Sitzheizung für den Beifahrer. Alles wirklich sehr, sehr schön angelegt. Fahrerrelevante Sachen sind hier auf der Mittelkonsole. Start-Stopp-Knopf, Drive-Mode für Sport, Normal und Eco. Dann haben wir hier die elektronische Parkbremse, der Wählhebel für das elektronisch angesteuerte Achtganggetriebe. Schaut so ein bisschen aus wie so ein Satisfier für Damen oder Herren. Das lassen wir jetzt mal so hingestellt. Dann haben wir hier ein Ablagefach, wo das Smartphone normalerweise sehr, sehr gut reinpasst. Auch gummierten Einsatz drinnen, zwei Cupholder und hier drinnen noch ein großes Ablagefach, welches auch beleuchtet ist. Die Verarbeitung in dem Cockpit sehr, sehr gut. Wir haben zwar teilweise noch etwas mit dem Hartplastik hier oben, nichtsdestotrotz viele aufgeschäumte Materialien. Sehr schön auch diese Carbonstruktur, die man hier aufgeklebt hat, die auch weich ist. Macht einen sehr wertigen Eindruck, einen guten Eindruck. Lediglich dieses Hochglanzschwarz, ich weiß nicht, die Mode mag ich nicht, zumal es auch sehr schnell zerkratzt ausschaut und auch der Staub wirklich schnell und stark ersichtlich ist und das Ganze einfach dann wirklich schmuddelig ausschauen lässt. Aber wir sitzen gut und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt auch los.
So, ich bin unterwegs mit dem Peugeot 508 als der sogenannten Sportlimousine, wie sie Peugeot denn gerne verkaufen würde. In meinen Augen ein ziemlich fehlgeleiteter Begriff, denn Sportlichkeit, okay, könnte er wahrscheinlich mit dem PureTech 225 oder aber mit dem Blue HDI 180 durchaus verkörpern. Aber wir haben ja hier schließlich den Blue HDI 130, ein 1,5 Liter Vierzylinder mit 130 PS als Selbstzündervariante und 300 Newtonmeter Drehmoment. Also, die 300 Newtonmeter Drehmoment sind auf alle Fälle schon mal sehr gut. Denn knapp unter 2000 Umdrehungen schiebt der Motor ordentlich an. Er läuft vor allem für den kleinen Diesel wirklich ruhig. Von außen merkt man immer wieder, dass es ein Diesel ist. Den hört man auf alle Fälle sofort raus. Dennoch im Fahrbetrieb sind die Vibrationen recht gering. Es gibt zwar welche, da ist der 2 Liter HDI auf alle Fälle besser. Dennoch, die 130 PS für den Alltag sind sie mehr als ausreichend. Ich würde jetzt nicht mehr benötigen, außer in bestimmten Bereichen, wenn ich tatsächlich auf der Autobahn sehr häufig unterwegs bin und vor allem dann auch wieder sehr zügig unterwegs bin. Ja, auf der Landstraße, na gut, da fehlt ihm dann vielleicht auch immer so ein bisschen der letzte Punch, wenn man tatsächlich überholen möchte, aber wir kommen auf alle Fälle zügig voran. 10 Sekunden auf 100, das gibt Peugeot an für den Wagen hier. Ja, das ist realistisch auf alle Fälle. In meinen Augen, 10 Sekunden klingt jetzt etwas langsam. In der Praxis macht das Ganze allerdings deutlich mehr her, als man denn vermuten würde jetzt. Ebenso mehr her macht vielleicht das Äußere im Gegensatz zum Fahren. Denn die Peugeot 508 Limousine lässt sich zwar extrem gut und handlich fahren, dank knapp 1,5 Tonnen Leergewicht, aber sportlich ist sie nicht ganz, zumindest nicht in der Grundvariante. Wer ein adaptives Fahrwerk ordert, der wird wahrscheinlich noch etwas besser dran sein, denn wir haben hier eine sehr straff ausgelegte Fahrwerksabstimmung. Besonders mit den 18 Zoll Rädern kommt es immer wieder bei Querfugen tatsächlich zu einem Schlag, den wir merklich mitbekommen, ohne dass er uns allerdings hier aufs Kreuz geht oder ähnliches, denn dazu sind die AGR-Sitze einfach zu gut. Das muss man ganz klar sagen. Aber wer ihn sportlich bewegt, wird dann tatsächlich schnell merken, dass auch Schläge bei Kurvenfahrt doch durchaus mal in die Lenkung dringen können, was mir persönlich nicht sonderlich gut gefällt. Dafür aber ist die Handhabung des Fahrzeugs an sich wirklich einfach und auch besonders toll. Wir sitzen extrem tief hier in dem Fahrzeug. Das fällt auf alle Fälle noch auf. Es macht somit einen sportlichen Eindruck, auch dieses, dass es um uns herum gebaut ist, dieses extrem kleine, handliche, Go-Kart-ähnliche Lenkrad hier macht schon mal was her. Und wer dann den Wagen auch so ein bisschen handlicher über eine kurvige Landstraße bewegt, der wird viel Freude haben, wenn auch die Lenkung etwas zu leichtgängig ist und vielleicht etwas zu wenig Rückmeldung bietet. Das können sicherlich noch die anderen Hersteller etwas besser. Würde aber fast vermuten, dass Peugeot dies ebenfalls deutlich besser kann und auch sicherlich nachlegen wird. Oder aber, das kann ich leider nicht testen, wenn hier das adaptive Fahrwerk verbaut wurde, dass dann auch die Lenkung etwas straffer und vielleicht sogar auch rückmeldungsfreudiger abgestimmt wurde. Was richtig gut abgestimmt wurde und auch dem Fahrzeug hier unheimlich gut tut, ist die 8-Stufen-Automatik. Das EAT8-Getriebe, was wir jetzt hier verbaut haben, stammt von Aisin und wurde so auch bei BMW unter anderem verbaut in den Vierzylinder-Modellen, wie etwa dem Mini Cooper oder aber dem BMW X1, bis man bei BMW auf die Idee gekommen ist, das Ganze auf Doppelkupplung wieder umzustellen. Hier im Peugeot funktioniert sie tadellos. Einzig, wenn sie tatsächlich noch nicht ihre Betriebstemperatur erreicht hat, also das Öl, was da drinnen arbeitet, sind die Schaltvorgänge spürbar, aber sehr sanft. Wenn man dann tatsächlich ein paar Kilometer gefahren ist, dann ist davon gar nichts mehr zu spüren. Die verschliffenen Gangwechsel sind so hervorragend, dass man sagt, hey,
was will man wirklich noch mehr? Die ZF-8-Gang-Automatik, wenn man sie denn eben als Referenz herholt, ist vielleicht noch einen Tick spontaner im Ansprechverhalten. Das könnte aber einfach auch nur eine Auslegungssache hier sein, die man vielleicht bei Peugeot nicht so gemacht hat. Dennoch segeln kann sie auch im Eco-Modus, wenn wir umstellen im Drive-Mode. Beim Verbrauch, realistisch sind 5 Liter im Drittelmix hier. Ich kam mit 5,3 Litern im Drittelmix aus, bin aber auch des Öfteren Kurzstrecke gefahren und auch jetzt zum Schluss noch ein sehr, sehr langes Autobahnstück und kam dann tatsächlich mit diesem wirklich guten Verbrauch aus und muss sagen, habe auf nichts verzichtet und habe den Motor auch durchaus hin und wieder gefordert. Ja, Peugeot 508. Ich persönlich habe mich ein wenig in ihn verliebt, bräuchte aber die Kombi-Variante, die demnächst auf den Markt kommt. Die werde ich mir nächstes Jahr auch sicherlich kommen lassen und sie mir genauer anschauen, im Hinblick auch auf Familientauglichkeit. Der hier ist jetzt vielleicht nicht für Familien ideal. Dennoch muss man sagen, öffnet er vielen die Augen, die auch so ein bisschen immer auf ihren deutschen Premium-Produkten rumhacken. Denn Frankreich schafft es mittlerweile auch hier, wunderbare Fahrzeuge abzuliefern, die den Deutschen in nichts mehr nachstehen. Seit vor allem auch das Aisin 8-Gang-Automatikgetriebe jetzt hier eingezogen ist in den PSA-Konzern, muss man sagen, sind die Antriebe einfach nochmal deutlich wertiger, stimmiger, perfekter und somit gibt es für meine Begriffe auch kaum noch wirklich einen großen Unterschied zu den deutschen Herstellern. Klar, wir können hier noch über Feinheiten in der Lenkung nachdenken, Feinheiten vielleicht noch im Fahrwerk, aber wenn man den Wagen komplett ausstattet, dann liegen wir hier immer noch gut 10.000 bis 15.000 Euro je nach Modell unterhalb eines deutschen Premium-Anbieters mit gleicher Ausstattung. Und da muss man dann ganz klar einfach mal sagen, ist es einem das wirklich noch wert? Mir persönlich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn die Fahrzeuge hier machen ihre Sache äußerst gut, sind im Alltag auch sehr sparsam unterwegs, so wie hier der kleine 1,5 Liter Vierzylinder-Diesel, der auch sehr, sehr gut als Einstiegsmotorisierung hier zu dem 508 passt. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr den Wagen haben wollt, dann die 1.800 Euro mehr zu investieren und zwar in den 160 PS Diesel. Das ist eine abgeschwächte Variante des 180 PS Diesels, den man allerdings nur mit der Top-Variante, Top-Ausstattungslinie bekommt. Wer also ein bisschen aufs Geld achtet und vor allem ein bisschen clever ist, der nimmt tatsächlich den HDI 160 in meinen Augen. Ansonsten, wer immer noch Angst vor Diesel und Fahrverboten hat, ich persönlich nicht, der kann natürlich auch einen PureTech 180 nehmen oder aber den PureTech 225, den es dann aber auch wieder nur in der gehobenen GT-Version gibt. Mir hat er viel Spaß gemacht, mir hat er die Augen geöffnet, mir gefällt er und mich erinnert er immer noch an meine Kindheit und Knight Rider. Was ist eure Meinung zum 508? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Ein Abo freut mich umso mehr. Und wer die Abo-Glocke auch noch dran hat, der wird rechtzeitig über neue Videos von mir informiert. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, der Ubi.